Mein Name ist Katrin Hammes, ich arbeite beim Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar. Jedes Tier, was im Stall steht, hat so eine gelbe Ohrmarke an. Gemeinsam mit dieser gelben Ohrmarke hat jedes Tier aber auch noch einen Rinderpass. Das ist besonders wichtig, da man von der Geburt bis zur Schlachtung den Lebensweg des Tieres mitverfolgen möchte und im Notfall die Ausbreitung von Tierseuchen stoppen möchte. Und nur wenn das transparent funktioniert, ist es eben möglich, den Ausbruch der Seuche zu erkennen und diesen am besten auch möglichst schnell zu stoppen. So, dann habe ich euch jetzt hier einfach einmal einen Rinderpass mitgebracht. Hier links oben ist einmal die ausgebende Stelle angegeben. Das ist in Rheinland-Pfalz der Landeskontrollverband. Wir sorgen dafür, dass die Landwirte ihre Rinderpässe erhalten. Unten drunter ist einmal das Ausgabedatum. In Deutschland ist es so, dass alle Tiere, die älter als 7 Tage sind, eben eine Ohrmarke und einen Rinderpass haben sollten. Das ist dann für die so eine Art Personalausweis. Auf der rechten Seite ist hier oben dann an zweiter Stelle die Ohrmarke des Tieres angegeben. Die besteht aus 10 Ziffern. Einmal die Buchstaben DE für das Land, also Deutschland. Und dann ist an der zweiten Stelle mit 2 Ziffern das Bundesland. Und anschließend kann die ausgebende Stelle verschiedene Abfolgen individuell den Betrieben ausgeben. Unter der Ohrmarke ist die VVVO-Nummer des Betriebes, also die Registriernummer, angegeben. Darunter folgen dann schon die Tierdaten. Also ähnlich wie bei uns im Personalausweis, so verhält sich es hier auch mit den Tierdaten. Also das Geburtsdatum ist dann als erstes aufgeführt, anschließend folgt das Geschlecht. Dann die Rasse. Handelt es sich um ein Kreuzungstier? Handelt es sich um ein reines Holsteinkalb? Um ein Jerseykalb? All sowas. Das muss differenziert werden. Und unten drunter ist die Ohrmarke des Muttertieres angegeben. Das Vatertier spielt auf dem Rinderpass gar keine Rolle. Unter Punkt 2 findet man noch Infos zur Herkunft des Tieres, falls es nicht aus diesem Ursprungsgebiet stammt. Unter dem Punkt 1a befinden sich quasi alle Angaben zur Gesundheit des Tieres. Dieses Kalb wurde auf BVDV untersucht, die bovine Virusdiarrhoe. Das ist eine Tierseuche, die möchte man eben in Deutschland nicht haben, soll nicht verbreitet werden. Und daher werden alle Tiere kurz nach der Geburt eben über die Urstandsprobe untersucht auf diese Erkrankung. Und falls Tiere eben diese Erkrankung aufweisen, müssen die auch gemerzt werden. Symptome dieser Krankheit ist sowas wie Durchfälle, nachher starke Leistungsabfälle oder auch Atemwegserkrankungen. Die Symptome können auftreten, müssen aber nicht. Auf der Rückseite des Tierpasses befinden sich unter Punkt 3 Angaben zum Vorbesitzer. Zusätzlich zu dieser schriftlichen Form müssen alle Daten, die An- und Abmeldung des Tieres betreffen, auch nochmal online vermerkt werden. Die Datengrundlage dieses Tierpasses, die wird über das Herkunftssicherungs- und Informationssystem HITIER, kurz HIT, generiert, denn das ist ein Programm, da hat jeder registrierte Betrieb eben einen Zugang zu und da werden sämtliche Daten der Tiere eben gespeichert und sind damit rückverfolgbar für zum Beispiel die Veterinärstellen. Damit bin ich am Ende meines Videos angelangt. Heute ging es schwerpunktmäßig um den Rinderpass. Zur Tierkennzeichnungspflicht gehört aber auch noch die Ohrmarke. Dazu hat Katharina aber schon mal ein Video gebracht und den Link, den findet ihr hier.